Während die Schatten sich über den Hintergrund des frühen 20. Jahrhunderts ausdehnen, taucht eine bedrohliche Präsenz aus dem Dunkel der Geschichte auf. Die Gestapo, kurz für Geheime Staatspolizei, gegründet am 26. April 1933 unter der eisernen Herrschaft von Hermann Göring und später Heinrich Himmler, entfesselte eine Schreckensherrschaft, wie die Welt sie noch nie gesehen hatte. Die Verhörräume der berüchtigten Gestapo-Zentrale, Prinz-Albrecht-Straße 8, in Berlin, waren das Nervenzentrum dieser erschreckenden Organisation. Geschichten von brutalen Verhören, die Gefangene psychisch zerstört und körperlich gebrochen zurückließen, sickerten aus wie dunkle, giftige Tinte, die Seiten der Geschichte beflecken. Aber wie fanden diese Verhöre statt und welche furchteinflößenden Techniken setzte die Gestapo ein? Können Sie sich das schleichende Grauen eines Klopfens an der Tür in der Totenstille der Nacht vorstellen? Oder das kalte Grauen einer einzigen, verdammt schweren Frage, die den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten könnte? Wie Martin Niemöller, ein prominenter lutherischer Pastor und lautstarker Kritiker von Adolf Hitler, einst sagte: Zuerst kamen sie für die Sozialisten und ich habe nicht gesprochen, weil ich kein Sozialist war. Dann kamen sie für mich und es war niemand mehr übrig, der für mich sprechen konnte. Dieses erschreckende Zitat fasst die von der Schreckensherrschaft der Gestapo erzeugte Angst und Isolation treffend zusammen. Begleiten Sie uns, während wir in das Herz der Dunkelheit vordringen, das die Gestapo war, und die Schichten von Angst, Brutalität und unerbittlicher Kontrolle abtragen. Willkommen im Tagebuch von Julius Cäsar. Der verschleierte Anfang. Das Entstehen und die Mission der Gestapo entschlüsseln. Die ersten Kapitel einer geheimnisvollen und mächtigen Geheimpolizei wie der Gestapo zu enthüllen, gleicht dem Aufbrechen eines lange vergessenen Geheimfachs, durchzogen von Intrigen, Angst und einer unerschütterlichen Lust nach Macht. Dies war die Szene im Jahr 1933, als Adolf Hitler, der neu ernannte Kanzler Deutschlands, seine großen Pläne rasch in Gang setzte und die Gestapo gründete, um als sein persönliches Kontrollinstrument zu dienen. Die Gestapo war das geistige Kind von Hermann Göring, der damals der Innenminister für Preußen war. Göring beabsichtigte, die politische Kontrolle zu konsolidieren, indem er die Opposition gegen die Nationalsozialistische Partei unterdrückte und damit jegliches Flüstern von Dissens erstickte, bevor sie zu Aufschreien der Rebellion wurden. Eine faszinierende Tatsache ist, dass die Gestapo zu Beginn keine landesweite Organisation war. Sie war auf Preußen beschränkt. Doch die Zeit und strategische politische Manöver brachten eine Verwandlung hervor. Im Jahr 1934 übergab Göring die Zügel an Heinrich Himmler, dessen Name bald mit der Gestapo gleichgesetzt werden sollte. Unter Himmlers Führung und mit Hitlers Segen breitete die Gestapo ihr Netz aus und streckte ihren Einfluss über ganz Deutschland aus. Himmler, zusammen mit seinem rechten Hand, Reinhard Heydrich, machte sich dann auf die Mission, die Gestapo zu einem Werkzeug unerbittlichen Terrors zu formen. Ihr Ziel war es, die verdrehte Ideologie der Nationalsozialisten zu perpetuieren und absolute Konformität zu gewährleisten. Der Gestapo wurden weitreichende Befugnisse verliehen, die sie effektiv über das Gesetz stellten. Wie Heydrich einst schaurig zitierte: Solange die Polizei den Willen der Führung ausführt, handelt sie gesetzlich. Eine interessante Kleinigkeit betrifft die wahrgenommene Größe der Gestapo. Gemeinhin und in der Populärkultur wird die Gestapo oft als eine riesige, allgegenwärtige Einheit dargestellt. Die Realität war jedoch, dass sie überraschend klein war, insbesondere wenn man ihren Einfluss und ihre Wirkung berücksichtigt. Es wird geschätzt, dass nur ungefähr 16.000 Agenten auf dem Höhepunkt für die Sicherheit einer Nation von Millionen verantwortlich waren. Ihre Stärke lag jedoch nicht in ihrer Anzahl, sondern in dem Klima der Angst, das sie schuf. Dies war ein klassischer Fall von psychologischer Kriegsführung, bei der das bloße Flüstern des Namens Gestapo ausreichte, um potenziellen Widerspruch zu unterdrücken. Die Zuständigkeit der Gestapo war umfangreich und erstreckte sich weit über staatliche Angelegenheiten hinaus. Sie erstreckte ihre Tentakel in das persönliche Leben der deutschen Bürger. Ein verdächtiger Nachbar, ein Denunziationsbrief oder sogar ein belauschtes Gespräch könnten zu einem unwillkommenen Besuch der Gestapo führen. Ihre Agenten waren berechtigt, ohne Haftbefehl festzunehmen, Verdächtige ohne Kommunikation festzuhalten und sie mit erschreckenden Methoden zu verhören.
Darüber hinaus agierten sie mit nahezu uneingeschränkter Macht, ohne Aufsicht von Verwaltungs- oder Justizbehörden. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts spielte die Gestapo eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung von Hitlers Politik. Sie war eine schattenhafte, unermüdliche Maschine, die unerbittlich jeden verfolgte, der auch nur im Entferntesten als Staatsfeind angesehen wurde. Dazu gehörten politische Dissidenten, Juden, Romani, Zeugen Jehovas und alle, die nicht dem arischen Ideal entsprachen. Ihre Taktiken reichten von Einschüchterung und Überwachung bis hin zur Inhaftierung und schließlich dem Verschicken ihrer Opfer in Konzentrations- und Vernichtungslager. Schatten der Macht. Die Männer, die die Gestapo lenkten, wie ein Dreizack, der in das Herz der Freiheit stößt, wurde die Gestapo unter dem Banner des Dritten Reiches von drei Hauptfiguren geleitet: Heinrich Himmler, Reinhard Heydrich und Heinrich Müller. Dieses unheilige Dreigestirn würde die Brutalität und Gnadenlosigkeit von Hitlers Geheimpolizei verkörpern und eine unauslöschliche Narbe in der Geschichte hinterlassen. Heinrich Himmler, ein ehemaliger Hühnerfarmer, übernahm das Ruder der Gestapo im 1934. Jahr. Geboren am 7. Oktober 1900 in München, war Himmlers Aufstieg zur Macht ebenso stetig wie rücksichtslos. Vor seiner Amtszeit bei der Gestapo leitete Himmler bereits die SS, Schutzstaffel, eine Organisation, die zunächst als persönliche Leibwache Hitlers gegründet wurde. Himmler verwandelte sie in eine mächtige paramilitärische Organisation, ein Schritt, der später die Ausdehnung des Einflusses der Gestapo im gesamten nationalsozialistischen Deutschland erleichtern würde. Himmler, mit seiner bebrillten, bücherwurmhaften Erscheinung, war eine unwahrscheinliche Figur des Terrors. Er war jedoch für einige der dunkelsten Gräueltaten des Naziregimes verantwortlich, setzte Hitlers Endlösung um und wurde eine führende Figur bei der Orchestrierung des Holocausts. Dann war da noch Reinhard Heydrich, der von Hitler oft als der Mann mit dem eisernen Herzen bezeichnet wurde. Geboren im 1904. Jahr in Halle, war Heydrich zunächst Marineoffizier, bevor er Ende der 1920er Jahre von Himmler in die aufstrebende SS gelockt wurde. Heydrichs rücksichtslose Effizienz ließ ihn schnell durch die Ränge aufsteigen, was schließlich zu seiner Ernennung zum Chef der Gestapo im 1934. Jahr führte. Ein begabter Geiger und ein fähiger Segler, Heydrich war ebenso kultiviert wie grausam. Im 1942. N-Jahr leitete er die Wannsee-Konferenz, auf der die schaurig-bürokratische Endlösung finalisiert wurde. Heydrichs Schreckensherrschaft wurde jedoch durch ein Attentat von tschechischen und slowakischen Soldaten, die vom britischen Geheimdienst ausgebildet wurden, im Jahr 1942 beendet. Das letzte Zahnrad im Getriebe, Heinrich Müller, war die Verkörperung des anonymen, gesichtslosen Terrors, den die Gestapo repräsentierte. Geboren im 1900. Jahr in München, war Müller ein Veteran des Ersten Weltkriegs und Polizeidetektiv, bevor er zur Gestapo kam. Nach Heydrichs Tod übernahm Müller die Führung der Gestapo bis zum Fall des Dritten Reiches. Spitzname Gestapo Müller. Um ihn von den zahlreichen anderen Müllers in der Nazi-Maschinerie zu unterscheiden, er war ein Mann, der in Mysterien gehüllt war. Er wurde zuletzt in Hitlers Bunker am 1. Mai 1945 gesehen und trotz umfangreicher Menschenjagden nach dem Krieg bleibt sein Schicksal unbekannt und schafft ein Rätsel, das Historiker weiterhin beschäftigt. Diese drei Figuren, so unterschiedlich ihre Hintergründe auch waren, arbeiteten im Einklang, um die Gestapo zu einem gefürchteten Instrument der Staatskontrolle zu machen. Sie waren Männer von rücksichtsloser Effizienz, unerschütterlicher Gehorsamkeit gegenüber dem Führer und einer erschreckenden Missachtung des menschlichen Lebens. Ihre Namen mögen nicht die sofortige Anerkennung von Adolf Hitler oder Joseph Goebbels mit sich bringen, aber ihre Rollen in der Gestapo machten sie zu Schlüsselfiguren bei der Umsetzung der perfiden Agenda des Dritten Reiches. Wie Himmler selbst erschreckend verkündete: Wir haben immer das Höchste ausgewählt und das Niedrigste aufgegeben. Wir haben uns immer weiter vom Konzept der Gleichheit entfernt. Netz der Kontrolle. Entwirren der komplexen Maschinerie der Gestapo. Das Eindringen in die komplexe Organisation und Hierarchie der Gestapo ist vergleichbar mit der Navigation durch ein immenses Labyrinth, in dem jeder Pfad zu einer tieferen Ebene der Kontrolle und Autorität führt. Geboren im Schmelztiegel des umfangreichen Sicherheitsapparats des nationalsozialistischen Deutschlands, lag die Formidabilität der Gestapo
nicht nur in ihrer Macht, sondern auch in ihrer komplexen Struktur und ihren breiten Interaktionen mit anderen Zweigen der nationalsozialistischen Regierung. An der Spitze dieses Netzes der Macht saß Heinrich Himmler, der Chef der deutschen Polizei, der Gestapo, dessen eisiger Griff jede Ecke der nationalsozialistischen Maschinerie erreichte. Neben Himmler spielten Reinhard Heydrich und Heinrich Müller, die beiden anderen Schlüsselfiguren, eine entscheidende Rolle in der Organisation. Sie führten mit eiserner Faust und hielten den furchterregenden Ruf der Gestapo aufrecht. Ein 1936 von Adolf Hitler erlassenes Dekret erleichterte die Erhebung der Gestapo, machte sie unabhängig von der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit. Dies bedeutete, dass die Gestapo keiner gerichtlichen Überprüfung oder irgendeiner Form von rechtlicher Rechenschaftspflicht unterlag. Eine solch uneingeschränkte Autorität ermöglichte es ihnen, außerhalb der üblichen Grenzen der Strafverfolgung zu operieren. Ihr Aufgabenbereich reichte von der Bekämpfung politischer Dissens bis hin zur Rassenhygiene, einem Begriff, der zur Rechtfertigung einiger ihrer grausamsten Taten herangezogen wurde. Dringt man tiefer in das Labyrinth ein, so findet man, dass die Gestapo in verschiedene Abteilungen unterteilt war, die als AMT, Büros und Gruppen bekannt waren, die jeweils auf eine bestimmte Art von Feind spezialisiert waren. Zum Beispiel war die Abteilung 4 für die Unterdrückung und Ausrottung von Juden, Freimaurern und religiösen Dissidenten verantwortlich. Ihre Struktur war sowohl kompliziert als auch flexibel, was es der Gestapo ermöglichte, sich schnell an jede wahrgenommene Bedrohung für das nationalsozialistische Regime anzupassen. Ein interessantes Merkmal der Struktur der Gestapo war ihre allgegenwärtige und doch überraschend kleine Präsenz. Trotz ihrer weitreichenden Verantwortlichkeiten und ihrer nationalen Reichweite hatte die Gestapo eine relativ schlanke Aufstellung. Diese schlanke Konfiguration machte sie abhängig von einem Netzwerk von Informanten, das sich über das gesamte Deutsche Reich erstreckte, Nachbarn gegen Nachbarn aufhetzte und Misstrauen in den Gemeinschaften säte. Der gewöhnliche deutsche Bürger konnte und würde oft ein unwissendes Rädchen in der umfangreichen Maschinerie der Gestapo werden. Darüber hinaus war die Gestapo eng mit anderen Zweigen der nationalsozialistischen Regierung verbunden. Die SS-Schutzstaffel, eine paramilitärische Organisation unter Himmler, hatte eine symbiotische Beziehung zur Gestapo. Während die SS eine zusätzliche Durchsetzungsebene bot, lieferte die Gestapo die für den effektiven Betrieb der SS notwendige Intelligenz. Ebenso unterhielt die Gestapo eine enge Verbindung zum Reichssicherheitshauptamt, das eine Koordination erleichterte und es den Nazis ermöglichte, ihre Politik effizient in allen Ecken des Reiches umzusetzen. Das Netz der Kontrolle, das von der Gestapo gesponnen wurde, von ihren Spitzenführern bis zu ihren unwissenden Bürgerinformanten, war eines von immenser Macht und Angst. Jedes Rädchen in der Maschine, wissentlich oder unwissentlich, förderte die nationalsozialistische Sache und trug zu einem Klima der Unterdrückung und des Terrors bei. Die Organisation und Hierarchie der Gestapo stehen als starke Erinnerung an die Länge, zu der totalitäre Regime gehen können, um Macht und Kontrolle zu behalten. Wie Heydrich einmal schauderhaft zitiert wurde, für uns gibt es kein Problem von richtig oder falsch. Es gibt nur ein Problem, das des deutschen Volkes, das Überleben unserer Rasse. Diese Aussage spiegelt das Kernprinzip wider, das die Maschinerie der Gestapo regierte, einen verstörenden Einblick in die Denkweise, die eine der berüchtigtsten Geheimpolizeiorganisationen der Geschichte antrieb. In den Schatten der Angst, Entschlüsselung der dunklen Künste der Gestapo. In der unheimlichen Stille der Verhörräume der Gestapo wurden viele Seelen ihren erschreckenden Methoden zur Informationsgewinnung unterzogen. Jeder Tritt des Verhörers, jedes Knarren der unheilvollen Stahltüren hallte mit dem unausgesprochenen Versprechen bevorstehenden Leidens wider. Eine Diskussion dieser brutalen Methoden gibt einen Einblick in die erschreckende Tiefe der Unmenschlichkeit der Gestapo. Innerhalb des Arsenals der Gestapo war psychologische Einschüchterung eines ihrer bevorzugten Werkzeuge. Vom Moment der Inhaftierung an wurden die Personen in eine Welt gestoßen, die darauf ausgelegt war, Angst und Hilflosigkeit zu erzeugen. Die Zellen waren oft strategisch in der Nähe der Verhörräume platziert, wo die Schreie anderer Opfer als schaurige Vorbereitung auf ihre eigene bevorstehende Tortur dienten. Diese psychologische Kriegsführung wurde von Rudolf Diels,
dem ersten Chef der Gestapo, exemplifiziert, der einmal schauerlich bemerkte: Das Zufügen körperlicher Strafen ist nicht jedermanns Sache. Und natürlich waren wir nur zu gerne bereit, Männer zu rekrutieren, die bereit waren, bei ihrer Aufgabe keine Zimperlichkeiten zu zeigen. Doch ihr Repertoire an Qualen beschränkte sich nicht nur auf psychologische Mittel. Physische Misshandlungen waren eine weitere Säule, auf der die Verhörmethoden der Gestapo beruhten. Die Opfer wurden oft brutalen Schlägen und verschiedenen Arten von körperlicher Bestrafung unterzogen. Diese brutalen Methoden waren darauf ausgelegt, den Geist der Inhaftierten zu brechen und sie eher dazu zu bringen, kritische Informationen preiszugeben. Zu den finstereren Techniken, die eingesetzt wurden, gehörte der Konzentrationsstuhl, eine Methode, die so düster ist, wie ihr Name vermuten lässt. Die Opfer würden über Stunden, manchmal sogar Tage, fest an einen Stuhl gefesselt, während ihre Peiniger dafür sorgten, dass die gequälte Person während der gesamten Tortur wach blieb. Die unerbittliche Müdigkeit in Verbindung mit extremer Unbequemlichkeit führte oft zu einem Zusammenbruch, sowohl physisch als auch mental. Allerdings waren selbst in ihren Methoden der Brutalität die Gestapo methodisch und bürokratisch. Jede Verhörtechnik wurde katalogisiert und systematisch angewendet, was ihre Grausamkeit zu einem fast klinischen Verfahren machte. Beispielsweise war die verschärfte Vernehmung oder erweiterte Vernehmung eine sanktionierte Methode, die erschreckende Praktiken wie simuliertes Ertrinken und Verhungern beinhaltete. Bemerkenswerterweise waren die Methoden der Gestapo nicht immer rein physisch oder psychologisch. Viele Inhaftierte wurden durch Drohungen gegen ihre Angehörigen zur Zusammenarbeit gezwungen. Dieser Aspekt unterstrich vielleicht die erschreckende Reichweite der Gestapo und hob ihre Fähigkeit hervor, nicht nur Einzelpersonen, sondern auch deren Familien ins Visier zu nehmen. Während die Flüstern derjenigen, die einst durch die Hallen der Verhörräume der Gestapo gingen, durch die Zeit hallen, dienen sie als kraftvolle Erinnerung an die Tiefen, in die die Menschheit im Streben nach Macht sinken kann. Die erschreckenden Worte von Heinrich Himmler klingen in diesem Zusammenhang unheilvoll. Meine Ehre heißt Treue. Echos aus der Vergangenheit, Chroniken der dunklen Taten der Gestapo. Als zentraler Baustein in der Maschinerie des Terrors des nationalsozialistischen Regimes befand sich die Gestapo im Zentrum mehrerer erschreckender Operationen und Ereignisse. Diese Episoden, eingebrannt in die Seiten der Geschichte, offenbaren das Ausmaß des Einflusses der Gestapo und unterstreichen die erschreckende Effizienz, mit der sie ihre Befehle ausführte. An erster Stelle steht die berüchtigte Nacht der langen Messer, die über 4 Tage vom 30. Juni bis zum 2. Juli 1934 stattfand. Diese Säuberungsaktion, inszeniert von Adolf Hitler, Heinrich Himmler und Hermann Göring, richtete sich gegen Mitglieder ihrer eigenen Partei, die sie als potenzielle Bedrohungen sahen. Während die SS und die reguläre Polizei beteiligt waren, spielte die Gestapo eine entscheidende Rolle B der Identifizierung und Festnahme der Opfer und agierte effektiv als Skalpell, mit dem Hitler seine politische Operation durchführte. Am Ende dieser blutigen Episode traten die SS und die Gestapo als dominantere Kräfte innerhalb des nationalsozialistischen Regimes hervor und verstärkten ihren erschreckenden Griff auf die deutsche Gesellschaft. Die Reichweite der Gestapo war jedoch nicht auf politische Gegner innerhalb Deutschlands beschränkt. Ihr Einfluss erstreckte sich über das besetzte Europa hinaus, insbesondere in ihrer unerbittlichen Verfolgung des norwegischen Widerstandskämpfers Jan Baalsrud. In einer spannenden Verfolgungsjagd, die über 2 Monate im Jahr 1943 andauerte, gelang es Baalsrud, seinen Verfolgern zu entkommen, in einer Saga, die später das Buch und anschließend den Film »Der 12. Mann« inspirieren sollte. Trotz ihrer rücksichtslosen Effizienz zeigte Baalsruds Flucht, dass die Gestapo nicht unbesiegbar war und bot einen Hoffnungsschimmer inmitten der herrschenden Düsternis. Doch die Rolle der Gestapo bei der Umsetzung der Endlösung steht als das erschreckendste Kapitel ihres dunklen Erbes. Als Teil von Hitlers Plan zur systematischen Auslöschung der jüdischen Bevölkerung in Europa war die Gestapo mit der Identifizierung, Rundung und Deportation von Juden in Konzentrations- und Vernichtungslager beauftragt. Eine solche Operation war die Massendeportation von Juden aus dem Warschauer Ghetto in das Vernichtungslager Treblinka im Sommer 1942, eine düstere Aufgabe, die sie mit einer erschreckenden bürokratischen Effizienz durchführten.
Selbst angesichts einer bevorstehenden Niederlage, als die alliierten Kräfte näher rückten, ließ die Entschlossenheit der Gestapo nicht nach. Ihre brutale Niederschlagung des Warschauer Aufstands im Jahr 1944 zeigte ihre unerschütterliche Loyalität zur nationalsozialistischen Sache, selbst als ihre Welt um sie herum zusammenbrach. Nach 63 Tagen heftiger Kämpfe wurde der Aufstand niedergeschlagen und die verbliebenen Bewohner der Stadt wurden deportiert, was Warschau zu einer Geisterstadt machte. In den Worten von Reinhard Heydrich, einer der Schlüsselfiguren der Gestapo: Wir werden nicht sentimental sein, wir haben eine Pflicht gegenüber unserem Volk, wir können uns den Luxus der Sentimentalität nicht leisten. Diese erschreckende Aussage verkörpert die kalte, rücksichtslose Effizienz, mit der die Gestapo ihre dunklen Taten ausführte, und hinterlässt ein Vermächtnis, das weiterhin durch die Korridore der Zeit hallt. Die unsichtbare Hand, die Beteiligung der Gestapo am Holocaust. Der Holocaust, eine der dunkelsten Stunden der Menschheit, bleibt ein unauslöschlicher Fleck in unserer gemeinsamen Geschichte. Innerhalb der komplexen Maschinerie dieses monströsen Völkermordes war die Gestapo die unsichtbare Hand, die oft die Zahnräder in Bewegung setzte. Noch bevor der Holocaust ernsthaft begann, war die Gestapo maßgeblich daran beteiligt, eine Atmosphäre der Angst und Verfolgung gegen die Juden in Deutschland zu schaffen. Das Pogrom von 1938, bekannt als Kristallnacht oder Nacht der zerbrochenen Gläser, bietet ein erschreckendes Beispiel. In einer sorgfältig orchestrierten Gewalttat wurden jüdische Häuser, Geschäfte und Synagogen im ganzen Land zerstört. Die Gestapo spielte eine entscheidende Rolle, verhaftete rund 30.000 jüdische Männer und schickte sie in Konzentrationslager. Als die Asche sich legte, war klar, dass dies eine dramatische Eskalation in der Kampagne des Naziregimes gegen die Juden darstellte. Der systematische Mord an 6 Millionen Juden während des Holocausts war jedoch der Bereich, in dem die Rolle der Gestapo noch deutlicher hervortrat. Wie Adolf Eichmann, einer der Architekten des Holocausts, bemerkte, war die Gestapo ein Schlüsselakteur bei der physischen Vernichtung der Juden. Ihre Aufgaben waren vielfältig und reichten von der Identifizierung und Verhaftung von Juden bis zu deren Transport in Vernichtungslager. In Ghettos wie Warschau und Lodz arbeitete die Gestapo mit rücksichtsloser Effizienz daran, jüdische Bevölkerungsgruppen zusammenzutreiben. Sie organisierten Massendeportationen und schickten Tausende in Lager wie Auschwitz und Treblinka in den Tod. Diese Effizienz wurde durch Eichmanns erschreckende Bemerkung epitomiert: Ich werde lachend in mein Grab springen, denn das Gefühl, dass ich 5 Millionen Menschen auf dem Gewissen habe, ist für mich eine Quelle außergewöhnlicher Zufriedenheit. In besetzten Ländern wie Frankreich arbeitete die Gestapo eng mit den örtlichen Behörden zusammen, um die Deportation von Juden zu erleichtern. Die berüchtigte Razzia im Veldiv im Jahr 1942 ist ein deutliches Beispiel, bei dem die französische Polizei auf Anweisung der Gestapo über 13.000 Juden, darunter mehr als 4.000 Kinder, festnahm, die später nach Auschwitz deportiert wurden. Die Gestapo jagte auch diejenigen, die es wagten, Juden zu widerstehen oder zu verstecken. Die Festnahme von Anne Frank und ihrer Familie in Amsterdam im Jahr 1944 ist vielleicht der bekannteste Fall. Die Familie Frank hatte über 2 Jahre lang im Verborgenen gelebt, bevor sie von der Gestapo verraten und entdeckt wurden. Annes Tagebuch, in dem sie ihre Erfahrungen und Ängste während dieser Zeit schildert, ist seitdem zu einer der eindrucksvollsten Chroniken des Holocausts geworden. Als der Krieg sich dem Ende zuneigte, blieb die Entschlossenheit der Gestapo, Hitlers Endlösung auszuführen, unerschütterlich. In Ungarn, das 1944 von den Nazis besetzt wurde, organisierte die Gestapo die Deportation von etwa 440.000 Juden in nur 8 Wochen, was eine der schnellsten Episoden des Massenmordes während des Holocausts markiert. Durch ihre Beteiligung am Holocaust wurde die Gestapo zu einem Inbegriff der monströsen Brutalität des Naziregimes. Ihre rücksichtslose Effizienz und erschreckende Empathielosigkeit erleichterten die Durchführung eines der schrecklichsten Völkermorde der Geschichte. Heinrich Himmler, einer der Hauptarchitekten des Holocausts und Chef der Gestapo, erklärte einmal: Antisemitismus ist genau dasselbe wie Entlausung. Läuse loszuwerden ist keine Frage der Ideologie, es ist eine Frage der Sauberkeit. Diese erschreckende Entmenschlichung der Juden spiegelt die Denkweise wider,
die es der Gestapo ermöglichte, an solch unvorstellbaren Gräueltaten teilzunehmen. Die verborgenen Augen und geflüsterten Lügen, die Werkzeuge der Gestapo für Überwachung und Propaganda. Stellen Sie sich eine Gesellschaft vor, in der das Vertrauen nicht durch einen externen Feind erodiert wurde, sondern durch die verborgenen Augen der Geheimpolizei, wo das leise Alltagsleben regelmäßig von geflüsterten Lügen der Propaganda unterbrochen wurde. Dies war die Realität im nationalsozialistischen Deutschland unter der wachsamen Aufsicht der Gestapo. Die Gestapo nutzte Angst und Verdacht als mächtige Werkzeuge zur Aufrechterhaltung der Kontrolle. Ihr Überwachungsapparat breitete sich über den deutschen Staat und die besetzten Gebiete aus. Die Organisation hatte ihre Fühler tief in das Gefüge der Gesellschaft ausgestreckt und nutzte Informanten aus allen Lebensbereichen. Vom Nachbarn, der verdächtige Aktivitäten nebenan meldete, bis zum erpressten Gefangenen, der Geheimnisse preisgab, behielt die Gestapo den Puls der öffentlichen Aktivitäten im Auge. Ihre Überwachung beschränkte sich nicht auf die physische Welt. Sie überwachten auch aktiv die Kommunikation. Der düstere Satz, die Wände haben Ohren, nahm eine buchstäbliche Bedeutung an, als Telefonleitungen abgehört und Briefe abgefangen wurden. Heinrich Himmler, der Reichsführer SS und einer der Männer, die die Gestapo überwachten, sagte einmal, auf lange Sicht gibt es kein Entrinnen vor der Gestapo. Tatsächlich war es so, als würde man versuchen, seinem eigenen Schatten zu entkommen. Die Einflussnahme der Gestapo ging jedoch nicht nur um Überwachung und Durchsetzung. Es ging auch darum, die Wahrnehmung zu formen. Propaganda war ein wesentliches Werkzeug, das sie einsetzten, um ihre Aktionen der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Unter der Leitung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda, angeführt von Josef Goebbels, wurden die Gestapo als Beschützer der arischen Rasse dargestellt, als Verteidiger der deutschen Reinheit und Souveränität. In diesem sorgfältig gesponnenen Netz von Erzählungen wurden die Gestapo als Helden dargestellt. Sie waren der Bollwerk gegen vermeintliche Feinde wie Juden, Kommunisten und alle Dissidenten, die als Bedrohung für die nationalsozialistische Utopie angesehen wurden. Filme wie Gestapo, der im 1940 veröffentlicht wurde, veranschaulichen diese Perspektive. Im Film werden die Gestapo als strenge, aber gerechte Kraft dargestellt, die unermüdlich gegen verräterische Elemente innerhalb der deutschen Gesellschaft kämpft. Die Propagandamaschine ging noch weiter und dämonisierte diejenigen, die Ziel der Gestapo waren. Juden wurden entmenschlicht und als Bedrohung für die deutsche Rassenreinheit gebrandmarkt. Kommunisten wurden hingegen als hinterhältige Saboteure dargestellt, die gegen den Staat intrigen. Solche Erzählungen schufen ein Umfeld, in dem die brutalen Taktiken der Gestapo nicht nur akzeptiert, sondern als notwendig für das Überleben des Reiches angesehen wurden. Ein besonders wirksames Werkzeug war die Kampagne »Briefe an die Gestapo«. Gewöhnliche Bürger wurden ermutigt, Briefe an die Gestapo zu schreiben und verdächtige Aktivitäten ihrer Nachbarn oder Kollegen zu melden. Die weit verbreitete Kampagne hatte zwei Ziele. Sie erweiterte das Überwachungsnetz der Gestapo und schuf eine Atmosphäre der Paranoia, die jede Opposition erstickte. Die Herrschaft der Gestapo war auf einer Grundlage der Angst aufgebaut, die durch ständige Überwachung durchgesetzt und durch eine Wand der Propaganda verstärkt wurde. Die Auswirkungen dieser Kombination waren heimtückisch und schufen eine Gesellschaft, in der der staatliche Eingriff in das tägliche Leben als Normalität akzeptiert wurde und jede Abweichung von der vorgeschriebenen Lebensweise schwerwiegende Konsequenzen haben konnte. Ein Zitat von Gestapo-Leiter Heinrich Müller fasst ihren Ansatz vielleicht am besten zusammen. Es sind nicht die Polizei, die Angst vor den Menschen haben sollte, sondern die Menschen, die Angst vor der Polizei haben sollten. Dies war die erschreckende Realität unter der Aufsicht der Gestapo, wo verborgene Augen und geflüsterte Lügen den Tag beherrschten. Innerhalb des Schattens des Adlerauges, der Würgegriff der Gestapo auf die deutsche Gesellschaft. Stellen Sie sich vor, Sie gehen eine Kopfsteinpflasterstraße entlang, das Klappern Ihrer Schuhe hallt von den Steinbauten um Sie herum wieder, Ihr Herz schlägt einen nervösen Rhythmus in Ihrer Brust. Ihr Blick fliegt von einem Gesicht zum anderen, Ihre Nachbarn, Ihre Freunde, Ihre Gemeinschaft. Aber inmitten des täglichen Geplappers und des klirrenden Teegeschirrs summt eine anhaltende Angst, summt wie eine Wespe, die Sie nicht verscheuchen können. Jede Person, die Sie passieren, könnte ein Informant, ein Verräter sein. Jedes Wort,
das sie aussprechen, jede Handlung, die sie ausführen, könnte untersucht, analysiert und gemeldet werden. Willkommen zur Realität des Lebens im Nazi-Deutschland unter den wachsamen Augen der Gestapo. Die Gestapo verwandelte Deutschland in eine Nation unter einer allgegenwärtigen Belagerung der Angst. Heinrich Himmler, der Architekt der Gestapo, formte sie zu einer Organisation, die ihren Einfluss in die privatsten Winkel des täglichen Lebens ausdehnte. In seinen erschütternden Worten, besser 10 unschuldige Menschen leiden, als ein Verräter entkommt. Ein deutliches Zeugnis für das durch Paranoia induzierte Klima, das die Gestapo schuf. Im engmaschigen Gefüge der deutschen Gesellschaft war die Präsenz der Gestapo erstickend spürbar. Informanten infiltrierten Gemeinschaften, ließen Nachbarn gegen Nachbarn aussagen und zerrissen sogar Familien. Da war der berüchtigte Fall der Familie Hodzic. Ursprünglich aus Jugoslawien lebten sie friedlich in Deutschland, bis ein Tipp von einem nicht identifizierten Informanten zur Verhaftung des Vaters im Jahr 1942 führte. Die Bemühungen der Familie, IN zu finden, waren vergeblich mit nur vagen Antworten von den Behörden. Das erschütternde Verschwinden versetzte die Menschen um sie herum in Angst und Schrecken, eine deutliche Erinnerung an die Reichweite der Gestapo. Die Angst war nicht die einzige Konsequenz. Der Würgegriff der Gestapo schuf eine Umgebung, die die Menschen zwang, sich anzupassen, sich zu verändern. Gesellschaftliche Normen und Verhaltensweisen verschoben sich unter dem Gewicht der ständigen Überwachung. Privatsphäre war ein verlorener Luxus, Vertrauen eine verblasste Erinnerung. Ausdruck von Dissens oder sogar potenzieller Verdacht konnte schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Dies wurde durch den berühmten Fall der Weißen Rose-Bewegung verdeutlicht, bei dem eine Gruppe von Studenten der Universität München, die gegen das Nazi-Regime protestierten, verhaftet und hingerichtet wurden. Die Taktiken der Gestapo führten auch dazu, dass die Bevölkerung insularer und zurückgezogener wurde. Die Volksgemeinschaft, eine von den Nazis propagierte Ideologie, wurde ironischerweise auseinandergerissen. Das von der Gestapo gesäte Misstrauen beschädigte zwischenmenschliche Beziehungen und förderte eine Kultur des Schweigens und des Misstrauens. Diese Zeit, erschütternd beschrieben vom Historiker Detlef Peukert, war eine Ära, in der die Sicherheit der häuslichen vier Wände gegen die Gefahr der öffentlichen Sphäre ausgetauscht wurde. Aber inmitten der Angst suchten einige nach Möglichkeiten, Widerstand zu leisten, kleine Akte des Widerstands gegen das unterdrückende Regime. Da waren geheime Treffen, die in gedämpften Flüstertönen abgehalten wurden, die Verteilung illegaler Flugblätter unter dem Mantel der Dunkelheit und kodierte Botschaften, die durch Lieder oder Stücke weitergegeben wurden. Es war riskant, aber wie ein anonymer Widerstandskämpfer es ausdrückte, es war keine Tapferkeit, sondern Verzweiflung. Eine Verzweiflung so tief, dass sie keinen Platz für Angst ließ. In dieser Umgebung ging das Leben weiter, wenn auch im Schatten des Adlerauges. Trotz der Angst hielt die deutsche Bevölkerung durch. Ihr Geist war nicht gebrochen. Sie gingen weiter, jeder Tag ein Zeugnis ihrer Widerstandsfähigkeit, ihrer Trotzhaltung, selbst angesichts der formidablen Gestapo. Wie der Autor John le Carré einmal sagte, es gibt Momente, die aus zu viel Stoff bestehen, um sie in der Zeit zu leben, in der sie auftreten. Das Leben unter der Gestapo war ein solcher Moment, dessen wahres Gewicht vielleicht erst im Nachhinein wirklich verstanden wird. Das Gespenst der eisernen Faust, die Reichweite der Gestapo über deutsche Grenzen hinaus. Als der Sturm des Krieges während des Zweiten Weltkriegs über Europa fegte, annektierte und besetzte Nazi-Deutschland zahlreiche Länder, von Frankreich im Westen bis Polen im Osten. Diese Expansion war nicht nur territorial, sie erweiterte auch die unheimliche Reichweite der Gestapo, den gefürchteten Schatten des Dritten Reichs. Der heimtückische Einfluss der Gestapo war weitreichend und veränderte für immer die Landschaften der Länder, die sie berührte. Im Osten trug Polen die Hauptlast des Terrors der Gestapo. Nach der Invasion im September 1939 etablierte sich die Gestapo in großen Städten wie Warschau und Krakau. Polen wurde zu einem Laboratorium für die schrecklichen Politiken der Gestapo. Ihre Methoden und Strukturen entwickelten sich weiter, um die brutale Unterdrückung jeglichen Widerstands zu ermöglichen. Ein bedeutendes Beispiel ist die tragische Geschichte der polnischen Stadt Palmyri, wo ab Dezember 1939 Hunderte von Polen,
die verdächtigt wurden, an Widerstandsaktivitäten beteiligt zu sein, von der Gestapo hingerichtet wurden. Ihre letzte Ruhestätte, ein Wald in der Nähe der Stadt, steht als düsteres Mahnmal für die rücksichtslosen Methoden der Gestapo. Weiter im Westen spürte Frankreich die schwere Hand der Gestapo nach seiner Besetzung im Jahr 1940. Paris, die Stadt des Lichts, verdunkelte sich unter ihrer Kontrolle. Die rücksichtslose Verfolgung von Widerstandsmitgliedern durch die Gestapo führte zu Ereignissen wie der berüchtigten Razzia Veldhiv im Juli 1942, bei der Tausende von Juden festgenommen und später in Vernichtungslager transportiert wurden. Diese Maßnahmen trugen zu einem Klima der Furcht unter der französischen Bevölkerung bei, das Echo der Marschstiefel wurde mit jedem Tag lauter. Die Gestapo verstärkte auch ihren Griff auf Norwegen nach dessen Besetzung im April 1940. Die rauen Landschaften des Landes boten den perfekten Unterschlupf für Widerstandskämpfer und stellten eine einzigartige Herausforderung für die Gestapo dar. Eine solche Figur war Jan Balsrud, dessen Entkommen vor der Gestapo über zwei qualvolle Monate im harten arktischen Winter 1943 zur Legende in Norwegen wurde. Balsruds Überleben, trotz der unerbittlichen Verfolgung durch die Gestapo, symbolisierte den unbeugsamen Geist Norwegens. Im Süden, in der Tschechoslowakei, war die Präsenz der Gestapo ebenso gewaltig. Das Attentat auf Reinhard Heydrich, den stellvertretenden Reichsprotektor von Böhmen und Mähren und einen Schlüsselarchitekten des Holocausts, führte zu schweren Vergeltungsmaßnahmen. Die Dörfer Lidice und Lezaki wurden niedergebrannt, ihre Einwohner getötet oder in Konzentrationslager geschickt, in einer von der Gestapo orchestrierten grausamen Vergeltungsaktion. Diese brutale Aktion wurde zu einem dunklen Zeugnis für das Ausmaß der rücksichtslosen Methoden der Gestapo bei der Unterdrückung des Widerstands. Diese Geschichten von Angst und Mut, Unterdrückung und Widerstand bilden die Erzählung der Gestapo in den besetzten Gebieten während der Kriegsjahre. Wie ein Gespenst lauerte ihre Präsenz in jeder Ecke des besetzten Europas. Ihre eiserne Faust hinterließ eine dauerhafte Narbe im Antlitz der Geschichte. Doch mitten in der Verwüstung symbolisierte der Widerstandsgeist, den sie entfachten, den unbeugsamen Geist der Menschheit. Wie auf dem Denkmal im Wald von Palmyra eingraviert steht: Wir waren nur Menschen, nichts weiter. Und der Schrecken hat uns nicht versklavt. Es ist eine Erinnerung daran, dass auch angesichts der gewaltigsten Unterdrückung der Wille zum Widerstand niemals erlischt. Das Ende des Schattens. Nürnberg, Flüchtigenjagd und die Echos der Gestapo. Im Nachgang des Zweiten Weltkrieges war die Stadt Nürnberg einst die Bühne für großartige Nazi-Kundgebungen, Gastgeber für ein völlig anderes Spektakel. Die Nürnberger Prozesse, die im November 1945 begannen, waren der Versuch der Menschheit, mit den Gräueltaten, die während der Kriegsjahre begangen wurden, ins Reine zu kommen. Unter den vielen, die vor das Tribunal gebracht wurden, waren prominente Figuren der Gestapo, diejenigen, die den Terror nicht nur in Deutschland, sondern in ganz besetzten Europa inszeniert hatten. Der Name Heinrich Himmler, der erschreckende Architekt der Gestapo, überragte die Verhandlungen. Er würde jedoch nie vor Gericht gestellt werden, da er sich im Mai 1945 entschieden hatte, der Gerechtigkeit zu entgehen, indem er sein eigenes Leben nahm. Andere, wie Ernst Kaltenbrunner, der ranghöchste SS-Führer, der den Krieg überlebte, waren jedoch anwesend. Kaltenbrunner, berüchtigt für seine brutale Verwaltung, wurde wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und zum Galgen verurteilt. Das Urteil symbolisierte einen Moment der Abrechnung, eine Form des Abschlusses, obwohl es die Narben, die die Gestapo hinterlassen hatte, niemals wirklich löschen konnte. Aber die Prozesse in Nürnberg waren nur der Anfang der Jagd nach Gerechtigkeit. Nach dem Krieg wurden flüchtige Gestapo-Offiziere zu Gegenständen internationaler Verfolgungen. Figuren wie Klaus Barbie, der berüchtigte Schlächter von Lyon, schafften es, einer sofortigen Festnahme zu entgehen. Barbie hatte die Deportation von Tausenden von Juden aus Lyon in Vernichtungslager überwacht und sich dadurch seinen erschreckenden Spitznamen verdient. Mit Hilfe von Netzwerken wie den Rattenlinien fand er Zuflucht in Südamerika, einem Kontinent, der weit entfernt von seinen Verbrechen war. Seine Flucht war eine bittere Erinnerung daran, dass die Tentakeln der Gestapo weit und breit reichten. Aber die Zeit wartet auf keinen Mann und schließlich, im Jahr 1983,
holte die Gerechtigkeit Barbie in Bolivien ein. Sein anschließender Prozess in Frankreich diente als weiterer Meilenstein in der Auseinandersetzung mit dem Erbe der Gestapo. Eine weitere Figur, die in diese Nachkriegserzählung eingraviert wurde, war Adolf Eichmann, das logistische Genie hinter der Endlösung. Nachdem er jahrelang inkognito in Argentinien gelebt hatte, wurde Eichmann in einer waghalsigen Operation im Jahr 1960 vom israelischen Geheimdienst Mossad festgenommen. Sein Prozess in Jerusalem, weltweit ausgestrahlt, war eine erschreckende Erinnerung an die systematische Maschinerie des Holocaust, eine Maschinerie, die die Gestapo entscheidend geprägt hatte. In Deutschland äußerte sich diese historische Bürde in einer tiefgreifenden Neuüberprüfung der Vergangenheit des Landes, bekannt als Vergangenheitsbewältigung. Die Demokratische Bundesrepublik Deutschland distanzierte sich von den Schrecken ihrer jüngsten Vergangenheit, doch die Präsenz ehemaliger Gestapo-Offiziere in ihrer Bürokratie während der frühen Jahre war ein umstrittenes Thema. Dieser Umgang mit der Vergangenheit war ein Spiegelbild des tiefgreifenden Einflusses, den die Gestapo auf die deutsche Gesellschaft hatte. Das Gespenst im Schatten, die Gestapo und andere Boten der Angst. Im düsteren Theater der Geschichte steht die Gestapo Schulter an Schulter mit anderen berüchtigten Geheimpolizeikräften. Ihre erschreckenden Reputationen wurden unsterblich gemacht und werfen lange Schatten, die über die Jahrzehnte hinweg bestehen. Unter solchen Organisationen heben sich drei hervor: das KGB, die Stasi und die Kempeitai. Jede Organisation, obwohl sie in verschiedenen Ländern und Zeiten tätig waren, teilten eine beunruhigende Verbindung. Sie waren Architekten der Angst. Das Komitee Gosudarstvennoj Bezopasnosti, allgemein bekannt als KGB, war die Hauptsicherheitsbehörde für die Sowjetunion von 1954 bis zu ihrer Auflösung in 1999. Das KGB und die Gestapo hatten ein gemeinsames Merkmal: die nahtlose Integration in das gesellschaftliche Gefüge, was in den Herzen gewöhnlicher Menschen Angst und Unsicherheit auslöste. Beide Organisationen verfügten über weitreichende Befugnisse und wenig Kontrolle, was ihnen ermöglichte, harte Maßnahmen gegen die eigene Bevölkerung einzusetzen. Die Geschichte von Alexander Solzhenitsyn, dem mutigen Dissidenten und Autor von »Der Gulag-Archipel«, veranschaulicht die kalte Effizienz des KGB. Solzhenitsyn wurde vom KGB für seine kritischen Ansichten über das sowjetische Regime verfolgt, was schließlich zu seiner Ausweisung aus der Sowjetunion in 1974 führte. Seine Erfahrungen spiegelten die von unzähligen Menschen wider, die von der Gestapo verfolgt wurden, weil sie die nationalsozialistische Ideologie missachteten. In der Nachkriegszeit in Ostdeutschland übernahm die Stasi, das Ministerium für Staatssicherheit, eine ähnliche Rolle wie die Gestapo. Die Stasi wurde in 1950 gegründet und war bis 1989 tätig. Ihr beispielloser Überwachungsapparat im Inland veranlasste die deutschen Bürger, unter dem ständig wachsamen Auge des Staates zu leben. Aber im Gegensatz zum gewalttätigen, offenen Ansatz der Gestapo verließ sich die Stasi oft auf psychologische Kriegsführung und praktizierte Zersetzung, eine Methode zur Untergrabung des psychischen Wohlbefindens einer Person. Es wird gesagt, dass Günter Guillaume, ein Stasi-Agent, sogar in den inneren Kreis des westdeutschen Bundeskanzlers Willy Brandt eingedrungen ist, was zu Brandts Rücktritt führte, als die Spionage aufgedeckt wurde. Wenn wir unseren Blick nach Fernost richten, finden wir die Kempeitai, den militärpolizeilichen Arm der kaiserlich-japanischen Armee von 1881 bis 1945. Die Kempeitai, die in einer Zeit tätig war, die mit der Gestapo überschneidet, übte einen erheblichen Einfluss in Japan und seinen besetzten Gebieten aus. Ähnlich wie die Rolle der Gestapo im Holocaust war die Kempeitai maßgeblich an den Kriegsverbrechen und Gräueltaten beteiligt, die von kaiserlich Japan begangen wurden, insbesondere beim Massaker von Nanking in 1937. Die Worte von Iris Chang in ihrem Buch Nanking fangen die Schrecken ein, die von der Kempeitai verursacht wurden, und spiegeln die ähnliche Rolle wider, die die Gestapo in von den Nazis besetzten Gebieten spielte. Vergleiche zwischen diesen Organisationen offenbaren ein gemeinsames Ziel: die Machtkonsolidierung durch das Schüren von Angst, das Unterdrücken von Dissens und das Fördern der Ideologie des herrschenden Regimes. Und doch treten Unterschiede in ihren Methoden, Zielen und Betriebskontexten zutage.
Der weit verbreitete Einsatz von Terrorsaktiken durch die Gestapo war der Kempeitai ähnlich, während das KGB und die Stasi, obwohl ebenso gefürchtet, oft einen eher verdeckten Ansatz bevorzugten. Schatten auf der Leinwand. Das Echo der Gestapo in der Populärkultur. Die Gestapo, gleichbedeutend mit Brutalität und Terror, hat sich in das kulturelle Gefüge eingewoben und wird auf vielfältige Weise in verschiedenen Medien dargestellt. Diese Darstellungen spiegeln oft das Verständnis der Gesellschaft von der Gestapo wider, schwankend zwischen nacktem Realismus und dramatischer Übertreibung und zeugen vom anhaltenden Interesse an diesem dunklen Kapitel der Geschichte. Film, ein Medium, das für seine Fähigkeit bekannt ist, fesselnde Erzählungen zu schaffen, hat zahlreiche Darstellungen der Gestapo gesehen. Ein eindrucksvolles Beispiel stammt aus Steven Spielbergs ikonischem Film Schindlers Liste aus dem Jahr 1993. Amon Goeth, gespielt von Ralph Fiennes, ist ein brutaler SS-Offizier, der, obwohl nicht technisch ein Gestapo-Offizier, die rücksichtslose und gefühllose Natur verkörpert, die oft mit der Gestapo assoziiert wird. Spielbergs Film bietet eine erschütternde Darstellung des Terrors, der von Nazi-Offizieren und ihren Handlungen ausgeht. Gleichzeitig haben andere filmische Darstellungen eher in Richtung Dramatik und Sensation tendiert, historische Genauigkeit zugunsten von erzählerischer Faszination opfernd. Ein Beispiel ist Quentin Tarantinos Film Inglourious Basterds aus dem Jahr 2009, in dem die Gestapo verkörpert durch den charmanten und dennoch erschreckenden Oberst Hans Landa, gespielt von Christoph Waltz, zu einer Figur von fast theatralischer Schurkerei wird. Hier ist die Gestapo nicht eine Widerspiegelung der historischen Wahrheit, sondern ein Symbol für Angst und Unterdrückung, eine filmische Verkörperung des Bösen. In der Literatur hat die Gestapo ihren Platz in unzähligen Erzählungen gefunden, einige in der Wahrheit verwurzelt, andere in der Fantasie. John le Carré-Roman, Der Spion, der aus der Kälte kam, aus dem Jahr 1963, stellt das komplexe Netz von Spionage und Gegenespionage dar, wobei die Gestapo einen entscheidenden Teil des Hintergrunds der Geschichte bildet. In dieser Darstellung wird die Gestapo Teil einer größeren Erzählung über die düsteren Realitäten des Spionagehandwerks während des Kalten Krieges. Auch die Musik ist nicht immun gegen den Einfluss der Gestapo. Die Punkband Dead Kennedys veröffentlichte ihren Song California über alles im Jahr 1979. Eine Kritik am damaligen Gouverneur von Kalifornien, Jerry Brown. Der Text des Liedes malt das Bild eines Gestapo-ähnlichen Staates und zeigt, wie die Gestapo zu einem Symbol für unterdrückerische Regierungsmacht geworden ist. Die Darstellung der Gestapo in Videospielen, wie der Wolfenstein-Serie, stellt die Organisation als eine beeindruckende und oft übertriebene feindliche Kraft dar. Diese Spiele betonen die berüchtigte Grausamkeit der Gestapo und fügen Elemente der Science-Fiction und Fantasie hinzu. Der Grund für die fortgesetzte Darstellung der Gestapo in verschiedenen Medien ist komplex. Ein Grund könnte sein, dass die Gestapo, die ein mächtiges Bild von staatlich kontrolliertem Terror verkörpert, als nützliches erzählerisches Gerät dient, ein klares Symbol für Schurkerei. Die Handlungen der Gestapo bieten auch fesselnde Geschichten von Widerstand und Überleben. Erzählungen, die bei den Zuschauern anklingen. Wenn wir den Vorhang auf dieser Reise durch die Schatten schließen, finden wir uns selbst nachdenkend über die erschütternden Überreste des Vermächtnisses der Gestapo wieder. Ihre erschreckenden Handlungen wirken noch immer durch die Zeit, hallen in den Aufzeichnungen unseres kollektiven Bewusstseins nach und erinnern uns an die Fähigkeit der Menschheit, sowohl für tiefgreifendes Übel als auch für mutige Widerstandsfähigkeit. Von den stillen Korridoren der besetzten Gebiete bis zu den belebten Theatern der Popkultur hat die Gestapo ihre Spuren hinterlassen. Wenn wir in das Leben von Einzelpersonen eintauchen, wie Heinrich Himmler, der Dirigent des Schreckensregimes der Gestapo, oder mutige Widerstandskämpfer wie Sophie Scholl, die sich gegen ihre angsteinflößenden Strategien auflehnten, erkennen wir, dass Geschichte nicht nur eine Abfolge von Ereignissen ist, sondern ein Geflecht von miteinander verbundenen Geschichten, die weiterhin die Gegenwart und die Zukunft beeinflussen. Beim Nachdenken über das Vermächtnis der Gestapo erinnern wir uns an die aufschlussreichen Worte des Philosophen George Santayana. Diejenigen, die sich nicht an die Vergangenheit erinnern können, sind dazu verdammt, sie zu wiederholen.
Es ist eine ernüchternde Erinnerung daran, dass das Wissen um die Geschichte, auch ihre dunkelsten Ecken, nicht nur wertvoll, sondern notwendig ist. Wenn wir wieder ins Licht treten, sollten wir das Verständnis mitnehmen, dass die Vergangenheit, egal wie beunruhigend, ein entscheidender Teil der Erzählung ist, die wir für morgen weben. Die Echos der Gestapo dienen als mahnende Geschichten, die uns dazu ermutigen, für eine Welt zu streben, die von Verständnis, Empathie und dem Streben nach Gerechtigkeit geprägt ist.